Herzlich willkommen, Leute, zu Fire Emblem Awakening. Heute wollen wir uns dem 17. Kapitel stellen. Man sieht, alles ist vollgepackt. Valkyren, Helden, Scharfschützen sind hier hauptsächlich die Gegner und auch Kriegsheilige. Und selbstverständlich wird auch später Verstärkung nachrücken, das dürfte klar sein. Und meine Aufteilung ist ein bisschen jetzt verändert, denn realistisch betrachtet müssen wir hier drüben sehr, sehr viele unserer Truppen erstmal ein bisschen sammeln, um wirklich gut zurechtzukommen, ist mir aufgefallen. Ich glaube, hier kann das erstmal unser Avatar wieder im Alleingang lösen, aber hier drüben müssen wir wirklich aufpassen später. Das kann noch sehr, sehr gefährlich werden. Dementsprechend setzen wir alles daran, dass wir auch mit gemeinsamer, kombinierter Stärke durchbrechen können. Das klingt zumindest nach einem sehr guten Plan und insofern würde ich sagen, lassen wir uns nicht weiter lumpen, beginnen wir die Schlacht. In ihrer Arroganz wagen sie es, uns mit so wenigen anzugreifen. Vielleicht denken sie, weil eine Frau das Kommando führt, wäre das einfach. Ha, bald werden sie sich wünschen, Yenfei angegriffen zu haben auf eure Posten. Pheros, eine feindliche Valkyrie als Boss diesmal, ist auch mal interessant. Stärkung ist natürlich sehr mächtig und wir wollen uns das nicht entgehen lassen. Sollten schauen, dass möglichst sie nicht unbedingt das Ganze triggern kann. Aber wir eben irgendwie durchkommen. Dir gebe ich mal einen Schnitter und du wirst direkt, glaube ich, kombiniert. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Geschwindigkeit plus 8 für Chrom. Das bringt ihm wirklich nochmal auf ein richtig tolles Niveau. Und hier können wir direkt mit einem Bestientöter durchbrechen, wenn alles klappt. Das wäre natürlich ausgezeichnet. Denn diese Valkyren haben leider eine hohe Reichweite und 30 Geschwindigkeit. Deswegen sind die uns definitiv immer ein Dorn im Auge. Und hier habe ich gleich Waffendreiecksvorteil, was sich natürlich irgendwo anbietet. Und schon ist das Feld da unten beispielsweise ein bisschen leerer geworden. Das macht die Sache definitiv sofort etwas angenehmer. Hier könnte es sein, dass ich tatsächlich... Okay, doch, ich komme auch direkt auf Anhieb durch. Hätte sein können, dass wir das nicht schaffen. Soll ich dir eventuell Nada zustellen? Wir brauchen später noch Gaius. Vielleicht mache ich das auch so rum. Da haben wir jetzt eigentlich mehrere gute Optionen. Ein Panzerbrecher wird wahrscheinlich nicht unbedingt vonnöten sein. Wir könnten allerdings den Bogen mal wieder ausrüsten. Andererseits wird Gaius ja später sowieso ein Held. Das habe ich ja schon oft genug erwähnt. Dementsprechend ist, glaube ich, sowas hier doch ein bisschen praktischer. Und in der Kombination mit ein bisschen extra Geschwindigkeit fühle ich mich dann noch ziemlich wohl, muss ich sagen. Ja, das haut eigentlich alles ganz gut rein, muss ich sagen. Oha, da macht er eigentlich kaum Schaden. Mensch, der wäre relativ angenehm sogar für Training. Ja, stellen wir uns erstmal hier hin und kümmern uns mal darum, oder? Und dann sehen wir mal, der Range wird sich also ein bisschen verändern beim Gegner. Vielleicht können wir doch noch jemanden sinnvoll anlocken, müssen wir mal sehen. Dann müsste ich den Schützen irgendwie wegräumen und vielleicht Olivia einfach rüberziehen per Rettung. Das würde zum Beispiel gehen. So, erstmal natürlich ganz klar. Muss hier ein bisschen aufgeräumt werden, ist ja logisch. Eine Mixtur und der Range hat sich so ein bisschen verändert. So, der kommt nämlich eigentlich gar nicht so weit. Wir könnten tatsächlich jemanden rauslocken. Aber dann sollten wir schon sehr robust sein. Vielleicht wäre es doch klüger, wir räumen zumindest noch eine Einheit weg. Allerdings mit Bewegung 6 wäre dann das hier. Wobei, wenn wir nur ein Feld da vorne gehen, geht's ja eigentlich. So, dass wir vielleicht nur einen Tomahawk-Typen rauslocken zum Beispiel. Seiner Geschwindigkeit 25. Wir hatten jetzt aktuell so 17, naja. Plus 3 wäre ein Bonus, den man sich wahrscheinlich leicht organisieren kann. Hier zum Beispiel direkt wäre das möglich, dass ich nicht gedoppelt werde. Und dann könnte Nah durchaus auch ein bisschen trainieren. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir ziehen uns erstmal Chris dann rüber über Rettung. Sowieso, wenn er dann drüben ist, das ist gar nicht mal so schlechte Idee. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Beziehungsweise Quatsch, ich meine, Olivia müssen wir rausretten, nicht Chris. Der kann da stehen bleiben. Alles klar, sehr schön. Derwischtanz, ja, das ist jetzt auch eine sehr nützliche Fähigkeit, nur für sie eben. Freunde, die neu ziehen, eine Runde Stärke, Magie, Verteidigung und Resistenz plus 2. Geschwindigkeit ist leider nicht dabei, aber ist ein schöner kleiner Buff, den man natürlich ganz gerne mitnimmt, warum auch nicht, ne? Bietet sich dann doch irgendwo an. Finde ich ganz gut so. Sehr schön, ja, du darfst hin und wieder mal mit angreifen, lieber Gaius. Das schadet sicherlich nicht. Du kannst die Erfahrung auf jeden Fall gebrauchen. Genau, und schon dürfte hier das Ganze relativ unproblematisch sein, größtenteils. Die hier werden natürlich dann noch rüberkommen, aber mit Chrom sollten wir alleine schon hier sehr gut fertig werden, eigentlich mit den meisten Feinden.
Und hier werden wir erstmal euch wieder zusammenstellen. Das ist klar, hohe Doppelschlagchance, extrem hohe Geschwindigkeit mit 33. Leider kann der uns, also wir können hier nicht doppeln. Aber ansonsten ist das natürlich dadurch um einiges sicherer. Ich glaube, wir können auch nicht zwei Leute rauslocken. Das geht leider nicht. Dafür machen ja doch zu viel Schaden, oder? 14 Defensive und 16 Resistenz sind halt doch nicht so viel. 25 allein magischer Schaden ist dann doch eine... ein bisschen zu viel, das ist leider für uns. Aber das macht auch nichts. Wir haben hier einen Kurzspeer. Wir machen also direkt ein bisschen Schaden. Und das ist auch gut so. Und hier gilt es jetzt erstmal, unsere Einheiten sinnvoll zu sammeln. Das ist erstmal wichtig. Denn wir sollten reichweitentechnisch auf jeden Fall schneller sein. Und das ist gut so. Das finde ich zumindest super. Dann retten wir sie jetzt raus, oder? Würde ich sagen. Holen wir uns mal Olivia nach drüben, genau. Ah, wunderbar. Auch schon wieder fast ein Level up jetzt. Sehr schön. Lissa ist natürlich noch da. Lissa haut natürlich auch ordentlich rein, aber die lasse ich mal lieber hier getrennt. Leider kann ich den hier schlecht anlocken mit Lissa, das geht natürlich nicht, aber ansonsten... So, das Tomahawk, ja, der hat eine sehr hohe Resistenz, das heißt, nah ist auch tatsächlich besser geeignet. Dann würden wir gegebenenfalls schon ordentlich Schaden gleich machen, das freut mich eigentlich auch. Genau, wir haben ja Geschwindigkeit plus 5, das heißt, wir wären dann auf flotte 22 Geschwindigkeit. Das ist gut genug. Dadurch, dass er nur 39 Schaden macht, kommen wir da auf jeden Fall erstmal sicher raus, würde ich sagen. Es ist einfach ein gutes Training für Nah. Macht man nichts verkehrt. Und ansonsten können wir auch noch Glück sammeln, wenn wir möchten. Sehr viel sinnvoller wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Sammeln wir einfach dazwischen ein bisschen Glück. Warum nicht? Da nähert er sich natürlich. Kann ja nicht wirklich durchbrechen, glücklicherweise. Und das hier... ist wie gesagt ein gutes Training. Er hat nur einen Silberbogen, glücklicherweise keine Langbogen. Und dann ist hier zumindest erstmal auch alles ein bisschen sicher. Eventuell können wir uns Chris mal rüberziehen, je nachdem. Aber ich denke, erstmal nach oben zu pushen wäre nicht schlecht. Den Dieb hinterher. Das wird jedenfalls, glaube ich, relativ simpel ablaufen, alles hier drinnen. Wichtig ist halt wieder das Pushen, sich zu strukturieren quasi, sodass man nicht zu krass mit dem Avatar pusht. Die anderen immer noch gute Erfahrungen bekommen. Ausgezeichnet. Arbeitet auch zusammen. Ausgezeichnet. Das will ich sehen. Sehr, sehr gut. Genau richtig. Seht euch das an, Leute. Inigo steigt auf. Hoch. Naja, immerhin Geschwindigkeit. Das ist in Ordnung. Trotzdem kein gutes Level, aber egal. Ah, da haben wir einen mit Langbogen. Das kann auf Dauer noch sehr lästig werden, das ist klar. So, und hier natürlich. Das ist auch übel. Muss natürlich auch wieder treffen und Lonzu greift natürlich nicht mit an, ist klar. Gleich schon mal eine nervige Situation. Aber sie hat auch einen Bestientöter dabei und man kann sie natürlich genauso rausretten. Wir werden viel mit Rettungen wieder arbeiten. Ihr seid das ja mittlerweile sicherlich gewöhnt. Klar. Ist auch einfach sinnvoll so, das Ganze zu machen. Ach so, du hast aktuell gar nicht einen Bestientöter einstecken, oh. Dann muss ich mal sehen, wie ich das mache. Du hast ein Rapier dabei. Bist aber, glaube ich, nicht so schnell, ne? Lässt sich sogar doppeln, wow. Da müssten wir dich kombinieren beispielsweise. Nur das würde dann wirklich helfen. Also sieht man schon gleich zu Beginn, gibt es auch wieder so kleinere Schwierigkeiten, selbstverständlich. Das hört auch nicht so schnell auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist wohl so mit das Höchste, was abgedeckt wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also das hier ist so der Range. Bis da hier ungefähr, wenn wir den hier jetzt wegräumen, dann sind wir erstmal in Sicherheit quasi. Er könnte natürlich auch zu Lonzu wechseln. Der macht zwar ordentlich Schaden, aber ist auch ein bisschen unsicher auf der anderen Seite. Ich hätte mir echt noch einen Bestientöter organisieren sollen. Das war so ein bisschen ein Fehler. Wir könnten uns aber auch einfach nochmal so kombinieren mit anderen Leuten. Das ist ja auch kein Problem. Zur Not. Zur Not haben wir wirklich viele Optionen. Das läuft uns jetzt erstmal auch nicht davon. Hier können wir relativ smooth, glaube ich, auch durch. Gegebenenfalls krallen wir uns aber noch eine bessere Waffe zuvor. So, die Langbogentypen sind trotzdem ein Problem. Da ist zum Beispiel wieder einer und da müssen wir wirklich aufpassen. Das wäre halt richtig uncool, wenn da was schief läuft. Das ist so mehr oder weniger das, was dann wirklich problematisch wäre. Das andere geht ja... Ich meine, mit der Situation kommen wir schon irgendwo klar.
Das sieht eigentlich alles machbar aus, definitiv, aber wir müssen eben auf der Hut sein, das ist auch klar. Ja, gönnen wir nah ihre Erfahrungspunkte. Verdient hat sie sich auf jeden Fall ein paar. Und wir werden ja, wie gesagt, erstmal pushen mit dem Avatar hier. Das ist erstmal wichtig. Man kann ja, wie gesagt, sogar hier die Treppen versperren. Das löst eine witzige Sequenz aus, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ehrlich gesagt, auf Extrem. Ich habe es zwar angeteasert das letzte Mal, dass es möglich ist, aber auf Extrem ist es dann natürlich doch nochmal was anderes, das tatsächlich zu triggern. Nicht unbedingt so gut machbar vielleicht. Mal sehen. Ja, du machst jetzt auch nicht gleich so viel, ne? Wir müssen eigentlich nur irgendwie dir einen ordentlichen Support dazustellen, dass du halt ein bisschen mehr Schaden machst. So plus 7 müsstest du aber machen, ne? Plus 7 ist schwer möglich, aber naja, plus 6 und bei dir ist auch plus 6, verdammt. Nicht so am Limit, bitte. Nicht so am Limit, das ist ja uncool. Das ist super uncool sogar. Gut, ich kann natürlich auch zwei Leute rausretten, das geht genauso. Wenn ich das möchte. Wobei, ich sollte dich dann eher mobilisieren, um nochmal mit Libra zu ziehen und quasi hier nochmal anzugreifen. Das wäre, glaube ich, etwas besser sogar. Du hast natürlich den Bestientöter dabei, ne? Ach, warte mal, wenn du den Bestientöter hast, dann machen wir das Ganze doch einfach so. Du dürftest eigentlich mehr Schaden machen als Lucina damit, oder? Weil ein Bestientöter macht ja doch deutlich mehr Schaden als ein Rapier vom Grundwert her, ne? Sind plus 4, das ist also schon was anderes, weil das macht quasi 15 und das macht gleich 27. Das gleicht also durchaus auch die Stärke aus. Das sollte eigentlich reichen, oder? Gut, Lucina gibt dir ja auch Stärke. Ich muss das mal ganz kurz ausrechnen. Wie viel gibst du hier drauf? Plus 2, ne? Wir haben also einen Stärkewert von 15 dann und machen nochmal 27 extra. Das ist schon ordentlich, auf jeden Fall. Nur 42 dürfte, glaube ich, durchkommen. Nein, 32! Verdammt, das gibt's doch nicht. Oh, wie ich sowas hasse. Schrecklich. Absolut schrecklich, sowas. Gut, dann machen wir das anderweitig. Mit Zelcher kriegen wir auf jeden Fall genug Stärke. Dann müssen die halt mal zusammenarbeiten. Oder noch besser Frederick. Das klappt dann, glaube ich, schon eher. Das würde mich dann schon sehr wundern, wenn das nicht klappen würde. So sollten wir das eigentlich managen können mit einem Bestientöter, ja. Aber nur 69%. Dabei hast du eigentlich einen relativ hohen Fähigkeitswert. Wobei, Frederick hat durchaus ein bisschen mehr. Wie sieht es mit Frederick aus? Der hat eine Stärke von 24 und dann kommen nochmal 27 drauf. Also er sollte es locker packen mit einem Bestientöter. Der hat jetzt eine Trefferquote, warte mal, lass mich mal ausrechnen. Aber er hat auf jeden Fall, stimmt, er hat ein A-Niveau. Das heißt, er hat auf jeden Fall eine viel bessere Trefferquote mit einem Bestientöter. Doch, das ist schon sinnvoll, dass wir das Frederick machen lassen. Definitiv, ja. Ja, das ist auf jeden Fall klug so. Das sollte eigentlich deutlich treffsicherer sein. Ja, 81%, das sieht schon ordentlich aus. Wir müssen uns leider drauf verlassen, das ist immer so ein bisschen bitter. Sehr gut. Ist halt dann doch noch irgendwo ein hohes Risiko dadurch natürlich, ganz klar. Hält Frederick eigentlich genug aus an der Position gerade, weil er nicht gedoppelt wird, sehe ich gerade. Und er hat gerade einen Waffendreiecksvorteil mit dem Bestientöter, das heißt, die hier kann ich jeweils schon mal minus 3 abschreiben. Beziehungsweise minus 4, weil Waffendreieck kommt auch noch dazu. Das heißt, die Typen machen 41 Schadenspunkte. 41 ist trotzdem verdammt viel. Ja, die kommen mir jeweils hier mit 21 ums Eck, das ist trotzdem zu gefährlich leider. Man könnte aber später ein bisschen pushen, das läuft einem ja nicht davon. Könnte also durchaus noch jemanden anlocken vielleicht. Ach so, das sind jetzt die da oben, die hauptsächlich den Range ausmachen. Richtig, jetzt sehe ich das gerade. Das heißt, das ist auch alles relativ unproblematisch. Ne, das geht eigentlich. Falschen könnten wir benutzen erstmal, um hier ein bisschen aufzuräumen. Wir müssen aber vor allem mit dem Silberbogentypen fertig werden. Das ist fast noch ein bisschen wichtiger. Das ist so der richtig lästige eigentlich. Ja. Der Silberaxttyp stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Da können wir sogar einen Lucina hinstellen mal. Macht immer noch ordentlich Schaden. Das ist, ja, sie kriegt auch viel ab, aber es geht dann. Wenn einer weg ist, ist das in Ordnung. Steht der Typ isoliert, ist es möglich. Jetzt brauchen wir aber irgendwas Mächtigeres aus dem Vorrat. Sehen wir mal. Vielleicht ein Silberschwert sogar oder so. Das könnte jetzt echt mal ganz angebracht sein an der Stelle. Oder auch ein Schnitter wäre auch nicht unbedingt verkehrt. Krallen wir uns mal das Silberschwert. Ein Bestientöter brauche ich jetzt aktuell erstmal nicht. Wir können uns aber eine andere Lanze natürlich auch noch schnappen. Vielleicht so eine Silberlanze dazu. Jetzt haben wir so das richtig krasse Zeugs. Ja, ein Silberschwert würde sich hier um den kümmern. Eine Silberlanze vielleicht hier? Das gleich
Ach so, wegen Waffenniveau. Er hat noch B leider hier drin. Schade. Ja, dann müssen wir wohl zum Silberschwert erstmal hier greifen. Das ist erstmal in Ordnung. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit. Und ich mag es, wenn Inigo mit zuhaut. Das ist natürlich großartig. Er hat schon wieder was am Range verändert, wie man sehen kann. Nicht vergessen, ich muss mir trotzdem irgendwie Rettungen noch organisieren. Du kommst jetzt nur bis dahin auf einmal. Das ist doch sehr schön. Ich frage mich nur, ob wir hier nicht vielleicht irgendwie anderweitig mal Schaden machen sollten. Leider ist selbst ein Feuer schon wieder mal zu mächtig. Das ist es dann halt, ne? Dass wir vielleicht mit nahe gegebenenfalls ein bisschen aufräumen könnten. Wobei, ja, ein Schnitter wäre schon echt heftig. Und ich meine, Gaius braucht auch das Training. Oder auch hier, es wären satte 34. Dann könnten wir sogar mit nah, glaube ich, gar aufräumen, ohne dass es Probleme gibt. Wir müssen sie einfach daneben stellen. Ich fand das eigentlich ganz vernünftig. Warum nicht? Das ist ordentlich. Doch, doch, das machen wir, glaube ich, auch. Eventuell greift Chris mit an. Das kann natürlich auch passieren. Oh, Exitus. Okay, unser erster Exitus im Spiel, Leute. Das ist ziemlich cool. Yeah, die Animation. Das geht natürlich genauso. Krass. Gut, okay. Das ist natürlich dann richtig, richtig toll, wenn das triggert. Das ist dann schon so das Idealergebnis. Und mir kommt gerade, dadurch, dass ich ja jetzt den Derwisch-Tanz habe, passiert es tatsächlich, dass Chrom hier durchkommen sollte, eigentlich durch den Stärkeboost sofort sogar, glaube ich. Wir werden sehen. Bitteschön. Und natürlich, eine Tänzerin ist halt immer super. Oh ja, seht euch diese Boni an. 28 mal 2, na gut, da bräuchte ein Zusatzdamage, um durchzukommen. Ich mach das mal mit der Silberlanze, der hat nämlich jetzt fast A-Niveau und ich glaube, er sollte es danach erreichen. Was schon exzellent wäre. Ich glaube, Inigo kommt durch und wenn nicht, wir haben Lucina da und das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, da hat er gefinished. Vater und Sohn hier nebeneinander, aber das ist ja auch perfekt, das trifft sich ja wunderbar. So, jetzt müssen wir ihn allerdings rausziehen, das ist das andere. Also gut, retten wir ihn mal. Ich habe ja den Range mir markiert, das ist alles unproblematisch soweit. Das sollte eigentlich alles problemlos ablaufen können. Warte mal, nicht, dass du ihn jetzt nach oben ziehst. Ich mache das mal von hier aus. Das wäre nämlich extrem unklug, ihn in den Langbogen-Range zu ziehen, ne? Das wäre so ein bisschen Fail. So ein kleines bisschen, ne? Magie und Resistenz, okay. Der alte Mage-Killer. Das ist wirklich das totale Mage-Killer-Set, merkt man so richtig. Ihr habt ja alle Silberschwerter, das heißt, auch Lonzu ist nicht unbedingt jetzt so super brauchbar, vergleichsweise. Ja, dann müsstest du mir auch Zusatzgeschwindigkeit geben, und zwar nicht unbedingt wenig. Also, das klappt so auch nicht. Wie viel Geschwindigkeit gibst du? Plus 6, das würde sogar reichen, um nicht gedoppelt zu werden. Witzig, aber ich darf da nicht mit einer Axt rumrennen, das ist mein Problem. Bringt mir also zu wenig. Sumia ist natürlich noch da. Wir könnten aber auch zum Beispiel Cordelia rüber wechseln lassen zu ihr. Das wäre eine Option. Das würde auf jeden Fall uns genug geben. Er kommt ja, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, wenn sie dann ein Feld weiter vorne steht, geht's ja trotz allem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, da kommt bis dahin und würde quasi den Range hier abdecken. Glücklicherweise hat der keine Distanzwaffe, deswegen ist das eigentlich alles ganz gut managebar. Und hier ist immer noch diese Tür. Na, sehen wir mal. Sie hat jetzt die ganzen Heilungen und so, weil ich eventuell wirklich... Ich liebäugle sie zu einer Troubadourin später zu machen. Das wäre, glaube ich, eine coole Angelegenheit. So, die Anfangssituation sollte sich ja gleich klären eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Wir können da drüben auch Bewegungen sammeln. Das sollte gerade weit genug reichen, richtig? Genau, das sind ja drei Felder. Warte, was jetzt innerhalb von drei? Ich muss nochmal schauen. Ha, ich bin mir gerade selbst etwas unsicher sogar tatsächlich, weil ich glaube, es ist dann nur so, ne? Also gerade so daneben. Da ist nicht über drei, sondern innerhalb von drei. Also ihr Feld gilt quasi mit. Weil dann wären es 1, 2, 3. Ha. Wobei. War es wirklich so? Ich müsste. Naja, es ist jetzt eigentlich auch relativ egal, ob ich das. Oder mache ich das jetzt? Muss gerade echt nachdenken, ob ich das für klug halte. Weil wenn Lonzu beispielsweise einfach daneben steht hier, das ist auch erstmal ausreichend, wenn man es genau nimmt. Genau, ich kann dir ja erstmal quasi Cordelia rübertauschen.
Schnell genug bin ich allemal. Sofort sterben würde ich nicht. Durch den Waffendreiecksvorteil, ne? 45. Also minus 4, 41. Dann noch 13 Defense dazu. Dann klappt das Ganze auch. Geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall klar. Das hier hingegen ist so ein bisschen eine Sache für sich. Das ist wiederum etwas weniger berauschend, ja. Aber gut, wir können uns hier schon organisieren. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? So, du deckst ja leider wirklich alle Felder ab. Schade. Dann sollte ich vielleicht doch erstmal nach hinten gehen und ihm wieder Cordelia, glaube ich, rübertauschen. Das ist dann halt doch irgendwo sinnvoller. Na gut, von mir aus. Bitteschön. Nutze sie weise oder so. Okay, alles klar. Ja, das klappt auf jeden Fall. Dem sind wir quasi entkommen. Dann greift uns nur einer an. Und das ist auch in Ordnung so. Und wir teilen uns, glaube ich, nochmal auf. Das gibt uns einfach mehr Optionen in dem Fall. So, okay, sehen wir mal. Oh Mann, ich Idiot, habe ihm keine Waffe gegeben. Ich bin so ein Trottel. Der war ja, ach stimmt, der war noch unequipped. Oh Mann, ey. Richtig, da hatte ich ja die eine Strategie im letzten Kapitel umgesetzt. Welcher Idiot, habe ich das vergessen, das Schwert zu geben? Das ist peinlich. Da achtet man wirklich nicht so drauf dann. Lol. Das ist wirklich komisch, so ein Fehler, aber gut. Kann passieren. Was soll's. Die haben jetzt ja alle keine Distanzwaffen. Das macht es ja sehr angenehm hier. Hat also wunderbar viele Optionen und kann auch mal ein paar schwächere Leute trainieren, wenn man das möchte. Wobei, ich würde durchaus mit Chrom erstmal noch ein bisschen pushen. Da gibt es nämlich so ein paar Typen, die echt lästig werden könnten. Ja, der hat natürlich auch wieder einen Langbogen dabei. 41 ist halt schon immer eine Wucht, die da durchkommt. Andererseits ja mittlerweile 30 Defense. Das ist halt auch echt nicht so schlecht eigentlich auf der anderen Seite, ne? Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen pushen können. Und das können wir wahrscheinlich sogar ganz ordentlich, wenn ich mir das so ansehe. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Wilder Wind, vielleicht auf hohe Crit-Rate mal gehen. Könnte man auch tun, wenn man das möchte, klar. Ich meine, spätestens wenn nur noch der hier steht, ist, haben wir eh keine Probleme mehr. Und wir haben ja genug Möglichkeiten. Wie schon oft genug erwähnt. Oder ich könnte auch hier mich durchcritten, gegebenenfalls. 70% habe ich auch noch dazu. Dass die nochmal angreift, wobei das bei ihr relativ wenig bringt, vergleichsweise. Ist dann schon eher mager. Da muss ich drüber nachdenken. Wie teilen wir uns auf, hm? Was kannst du so bewirken? Auch nicht gerade viel. Ja, das meiste ist halt wirklich nicht so berauschend dann vergleichsweise. Das merkt man schon. Wobei, alleine wenn ich hier für einen Tanz sorge, kommen wir auf jeden Fall gut zurecht. Das stimmt schon. Aber du machst erstaunlicherweise jetzt weniger als unser guter Libra, ne? Aber auf jeden Fall sollten wir, glaube ich, hier schon mal draufhauen. Und zur Not krall ich mir dich da drüben, ja. Sollte irgendwie alles, sollten alle Stricke reisen, dann werden wir das Ganze so machen. Probieren wir es erstmal mit Katharinas Blitz. Die Chance ist nicht super niedrig. Ausgezeichnet. Das ist perfekt. Okay, damit haben wir doch wunderbare Optionen. Hier beispielsweise erstmal mit einem Wind draufhauen. Oder gar eine Feuersbrunst. Ich mach erstmal Wind. Sehr, sehr schön. Wenn ich jetzt nochmal ihn betanze, dann haben wir auf jeden Fall... Ah ja, ich kann mir hier die Mixtur auch noch krallen. Oder ich hole mir einfach ein Heilmittel aus dem Vorrat. Aber ich glaube... Wartet mal, gibt es hier irgendwelche Valkyren, die uns noch angreifen könnten? Das wäre eher das Problem. Tomahawks und so sind auch nicht unbedingt problematisch. Das geht schon klar. Wobei der einen Waffendreiecksvorteil rausholt, aber er dürfte niemals durchkommen, wenn ich mich an diese Stelle hier stelle. Außer es würde jetzt plötzlich Verstärkung kommen. Das wäre das einzige Dramatische, was dabei geschehen könnte. Glaube ich aber nicht, dass das jetzt so plötzlich kommt. Das wäre schon ein bisschen utopisch, glaube ich, die Annahme. So ein Elixier brauchen wir also dadurch nicht, sondern ein Heilmittel genügt uns erstmal in der Situation. Dann machen wir das auch. Ja, ich denke, Chrom Inigo ist auch eine starke Kombination. Das auf jeden Fall. Das heißt, du machst dann 11 Schadenspunkte und das reicht wahrscheinlich auch aus, ne? Du machst nochmal 21 da drauf. Ach so, nee, Feuersbrunst macht 25. Hm.
müssen wir also doch eventuell noch einen Zweitangreifer dazu bestellen, oder? Ach nee, wenn du jetzt ihn betanzt, dann hat er ja Magie plus 2. Das heißt, dadurch würde eine Feuersbrunst ausreichen, theoretisch sogar. Das stimmt natürlich, richtig. So, da drüben kann ich aber nicht unbedingt mit Flugeinheiten pushen. Das ist eher mein Problem gerade. Ja, das ist aktuell ein Problem. Ich überlege, ob wir uns irgendwie kombinieren sollten. Ich mache das erstmal mit Zelcher hier. Oder? Wir könnten halt später vielleicht doch die Felder besetzen, aber ich weiß es halt nicht, wie urplötzlich das war. Wenn das plötzlich so in der Gegnerphase aktiviert wird, dann kriege ich wahrscheinlich einen riesen Anfall hier. Das könnte dramatisch werden, Leute. Das wäre nicht so cool. Aber 27, ja, das wäre perfekt, wenn er jetzt quasi treffen würde mit dieser einen Feuersbrunst. Sehr gut, okay. Dann kann er mich tatsächlich auch nah finishen. Und das wäre wirklich, wirklich schön, wenn sie das hinbekommen würde. 79%. Ansonsten darf Lucina sich drum kümmern. Die macht das schon. Wir müssen hier ein bisschen decken. Ausgezeichnete Arbeit wieder. Ja, ich meine, nah levelt noch fleißig. Die kriegt noch eine ganze Menge Erfahrung. Ah, seht ihr? Und sogar mit den KP plus 2 wieder. Und der Würmtod ist uns jetzt auch endlich mal sicher. Okay, dann würde ich sagen, mit einem Schnitter klären wir die Situation noch. Ja, das sollte reichen. Oh, er hat getroffen, trotz 32. Und wir haben uns nicht durchgecrittet, wow. Bitter, richtig bitter. Wird es doch nochmal ernst zu nehmen hier, Hätte ich ja nicht gedacht. Aber Zelcher sollte eigentlich ordentlich Power haben. Eine Eisenaxt und dann nochmal Lucina. Dann müssen eben doch alle zusammenhelfen. Geht dann wohl doch nicht anders. Schade. Ich hätte gedacht, das wäre anderweitig vielleicht möglich, aber dann müssen wir wohl alle Karten hier ausspielen und die Großoffensive starten. Oh, das ging daneben. Leider alle sehr viel Schaden bekommen. Das ist eher das, was mich gerade ein bisschen ärgert, aber passt schon. Ja, sogar ein Rapier hat 100%, also ist sogar unsere sicherste Variante, ein Rapier zu benutzen. Na dann, let's go. Aitia, das ist unnötig. Von mir aus, ich sehe es gerne. Und immerhin ist auch ein Level-Up drin für Lucina als nächstes. Ja, Geschwindigkeit, sehr schön. Verteidigung auch noch ein bisschen. Schadet alles nicht. Nehme ich gerne mit. Und wir wechseln wieder rüber zu Nosferatu. Da kommt er mit seinem ollen Langbogen, der Typ. Okay. Und hier tut sich auch ein bisschen was, das war klar. Aber wir doppeln. Und natürlich Inigo ist auch mit dabei. Fleißig, fleißig. Weiterhin? Alles super. Das hier ist halt ein bisschen lästig, dass die jetzt mit Langbögen halt auf Distanz gehen können. Das ist so ein bisschen unschön. Ansonsten ist das aber nicht so schlimm. Besonders lästig ist es natürlich... Oh, sieh mal einer an. Wenn halt quasi alle noch durchkommen. Aber jetzt ist der Tomahawk-Typ weg und wir haben ja auch Purgativ dabei. Das kommt ja auch noch dazu. Oh, 2%, lol. Das ist nett. Klar, liegt natürlich an unserem Zauberbrecher, logisch. Wir haben ja eine Resistenzschwäche und das gleicht das eigentlich ganz gut aus. Ich habe extra mich am Anfang für eine Resistenzschwäche entschieden. Liegt daran, ich mag das nicht, mich für Glück zu entscheiden, wegen Sparsamkeit. Und wenn du Nosferatu auf einmal dein Buch verlierst, es gibt nichts Schlimmeres. Das ist das absolute Worst Case. Dein Buch geht kaputt. Good luck, Leute. Wenn euer Buch kaputt geht. Rage Quit. Wirklich, Leute. Das ist nicht lustig. Das ist absolut nicht lustig, wenn das passiert. Nein. Da muss man schon auf Nummer sicher gehen. Ah, ich kann hier erstmal auch zur Treppe hin, wenn ich möchte. Ja, wir werden wunderbar zurechtkommen, glaube ich. Die Mission ist eigentlich relativ lässig. Man kann auch gut Erfahrungspunkte sammeln. Alles ganz gechillt. Bin mal gespannt. Ich glaube, sobald er dann irgendwann mal noch für den Weisen quasi Zauberbuchspezialist hat. Oder Zauberspezialist, weiß jetzt nicht die genaue deutsche Bezeichnung. Tome Verses im Englischen. Merkt mir immer die englischen Skillnamen, ist normal bei mir so. Wenn er das hat, dann werden wir ihn zum Dunkelmagier, glaube ich, später machen, oder? Warte, hatte Libra hatte die Option, ne? Ich denke schon. Weil das wäre natürlich sick mit Nosferatu später. Weil ich meine, er tankt an Magier. Das ist ganz, ganz witzig, weil Libra ist eigentlich das Gegenteil zu unserem Avatar quasi. So gesehen. Ist da auch irgendwo auf Magie spezialisiert. Aber er hat eine Verteidigungsschwäche und ist eine Resistenz voll gut.
Das ist das Lustige daran. Er hatte natürlich signifikant mehr Möglichkeiten zu trainieren und hat auch etwas besseres Wachstum. Der Avatar hat immer super gutes Wachstum. Das ist klar. Ja, wenn wir hier ein bisschen so arbeiten mit Heilungen und so, klappt auch das ganz gut. Da bin ich auch zuversichtlich. Also, ja Leute, es wird wirklich, wirklich chillig, die Mission. Also super lässig eben. Ich sehe da halt echt keine Probleme. So beim besten Willen kein bisschen. Da kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. So, später kommt ja, wie gesagt, die Unterstützung hier dazu. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir die Sequenz auslösen können, ich weiß es halt nicht. Das kann ich noch nicht genau sagen. Es wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn es passieren würde. Aber ich kann leider nichts versprechen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, in welchem Zug die Verstärkung kommt. Ich schätze mal, sie kommt bald. Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Wird wieder lässig weitergehen. Vielleicht kriegen wir den Higo hier schon auf Level 10. Mal gucken. Das wäre ganz schön. Er wird erstmal ein Schwertmeister. Und ja, ich werde den später wahrscheinlich tatsächlich zu einem Bogenritter machen. Das war auch schon in den Kommentaren gestanden, dass das echt eine ganz coole Idee wäre. Und ich stimme da voll und ganz zu. Weil wir auf Virion später verzichten werden. Und so ein Bogenschütze ist immer ganz gut. Ich kenne da noch so... Ich kann mich an lästige Kapitel auf Extrem erinnern, wo sehr, sehr viele Flugeinheiten nachspawnen. Und da wäre so ein zusätzlicher Bogenschütze halt echt nicht verkehrt. Ich glaube, das wäre schon nicht schlecht, wenn man einfach die Flexibilität hat, dann zu wechseln quasi dynamisch. Und er hat seine hohe Aktivierungsrate, er hat Sparsamkeit drin und so. Das ist eigentlich alles ganz schön. Inigo ist einfach super. Einfach wunderbar ausgeglichen, finde ich. Gute Einheit. Aber habe ich schon oft genug erwähnt. Und Lucina natürlich das Gleiche. Da ist schon das gute Erbgut hier drin auf jeden Fall, ne? Das muss man ja mal sagen. Und na, ich weiß nicht. Wir haben noch ein Meistersiegel noch. Ja, wir haben mehrere Meistersiegel. Klar, aber jetzt hat natürlich Chrom einen Vorrat. Müssen wir dann später mal gucken. Außerdem, aktuell sehe ich nur einen einzigen Dieb. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch viel Zeit, bis der wirklich was klaut. Und wir können ihn da immer noch dann abfangen, wenn er was geklaut hat. Sollte uns also absolut nicht davonlaufen, die Option. Wichtig ist nur, dass wir halt auf die Spawns aufpassen müssen. Ne? Ich denke, Verstärkung könnte uns mal wieder komplett überraschen. Das ist so das Einzige, was ja immer auf Extrem wirklich lästig ist, die Verstärkungstrupps. Die sind halt manchmal echt heftig. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, ne? Das machen wir beim nächsten Mal. Insofern jetzt wirklich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.